Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Geber und heute bin ich hier mit dem Kevin. Junge, immer halber Herzinfarkt einfach. Wir haben heute ein Format, das ist wirklich sehr, sehr gut. Du bist der Erste, mit dem ich es mache. Ich freue mich. Und zwar, ist es Parfum oder Waschmittel oder Autoerfrischer oder sonst irgendwas? Ich werde ihm gleich zwei Teststreifen rübergeben und er muss erraten, was ist. Es hört sich ziemlich einfach an, to be honest. Ich sag dir eine Sache, es ist wirklich sehr schwer, da du nicht weißt, ne, es ist wirklich, wir legen mal los, die Kamera, also die Zuschauer können halt sehen, was ist. Ne? Ich seh's nicht. Du siehst es nicht, ne? Obvious. Das wäre ja sonst ein richtiges Scheißformat. Ja. Und wir gucken mal, wie du dich beim ersten schlägst. Das eine ist halt ein Parfum, Apollonia heißt es, von Xerchoff, so die luxuriöse Marke. Da sind hier sehr viele weiße Blumen und sowas drin. Sind das alles Männerdüfte oder Herrendüfte? Ja, also in dem Segment gibt es sowieso eine Unisex. Unisex, okay. Also das ist, kann man jetzt, das ist alles Unisex. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Rieche ich auf jeden Fall schon was. Okay, ich gebe dir eins nach dem anderen rüber. Mhm. Und du testest mal das eine und dann das andere. Okay, fang damit mal an. Okay, also ich bin mir zu 100% sicher, dass das Parfüm ist. Wenn das nicht das Parfüm ist, dann gehe ich. Jawohl, zeig erstmal das andere. Ja, 100%ig. Ja? Also das ist das Waschmittel und das ist das Parfüm. Okay. Da muss ich sagen, hast du recht. Fandest du es jetzt einfach in dem? Das war einfach, ja. Ich kenne diesen. Das war so ein richtiges Waschmittelgeruch. Ah, okay. Oder das war auch jetzt das Leichteste. Wir haben jetzt hier Ariel. Kennen die meisten tatsächlich, auch im Heimgebrauch. Und von daher, wir machen jetzt weiter mit dem nächsten. Und als Duft Apollonia, wie kannst du Apollonia? Kann ich nochmal riechen? So ein bisschen holzig oder so, ne? Weiße Blumen, Moschus, sowas ist da drin. Ich weiß nicht, ob der zu mir passt. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen so ein zu männlicher Duft für mich. Ah, okay. Ja. Jetzt so auf dem zweiten finde ich es nicht so schlecht. Okay. Aber es ist jetzt nicht mein Favorite, glaube ich. Als nächstes haben wir diese beiden Duftpaare. Zum einen eines der ältesten Parfumhäuser, die damals von Xerchoff dann aufgekauft wurden, Casa Moratti. Und zum anderen dieses Produkt hier. Beides ist extrem frisch und ideal für das Wetter. Wir gucken mal. Bin mal gespannt, Alter. Ich find's voll krass, seitdem ich selber ein Parfüm habe, so achte ich viel mehr. Also gefällt mir so der Parfüm, dieses Parfüm-Ding mehr. So vorher fand ich das mal so ein bisschen penetrant oder so. Aber seitdem ich selber eins habe, finde ich das so richtig nice. Ist das und das allererste Parfüm quasi gewesen? Ja, also ich hatte halt früher mal so ein Playboy Hollywood mit 15 oder so, aber das zählen wir jetzt nicht. Okay. Also schon, ja. Fangen wir mit dem hier an. Ich finde, du hast so viel Breeze und ja. Okay, ich tendiere bei dem auf jeden Fall mehr dazu, dass es, ich hab's im Mund. Das ist mehr so, was ist das so? Boah, es könnte beides sein bei dem, das ist bei schwer. Kann ich erstmal das andere haben? Mhm. Alter, das ist richtig tricky. Zeig mir nochmal das erste. Das ist das erste? Boah, das ist viel schwerer als das erste. Ja. Das erste war wirklich obvious. Das Problem ist, wir haben halt bei beiden, so zitrusmäßig. Zitrische Noten drin. Okay, also das hier ist so ein bisschen wie so weicher, würde ich sagen. Das riecht hier so ein bisschen, nee. Das hier ist, ich weiß nicht, ob Waschmittel oder so. Irgendwas fürs Klo oder sowas? Das für die Toilette, sagst du? Ja? Mhm. Das ist das Parfüm. Oh mein Gott, bitte sag mir, das richtig ist. Also Tatsache, das hier ist Nivea Duschgel. Oh, aber dann habe ich es richtig, oder? Nein, das ist falsch. Nackenlaber! Und das hier ist das Parfüm. Niemals! Doch. Lass uns mal riechen. Da drin ist Lemon Peel und sehr viel Olive und sowas. Ja, das ist dieses Olive, das fühlt man ja. Das ist schwerer als. Boah, das war richtig schwer. Okay. Vor allem hier war so ein Fleck drauf. Ich dachte so, ey Junge, das war so richtig. Ey, da war so ein richtiger Fleck drauf. Ich dachte so, du hast da irgendwas drauf geschmiert oder so. So, machen wir weiter mit dem nächsten. Das ist dreist, Alter.
So, in der nächsten Runde haben wir die beiden hier gegeneinander antretend. Eins meiner Lieblingsdufthäuser auf Xerchop. Wunderschöne Flasche. Und daneben dieses Produkt hier. Kennen vielleicht einige, manche auch nicht. Und schauen wir mal, was du so dazu sagst. Junge, das ist so dreist einfach, dass du so ein richtig hochwertiges Produkt und dann so ein Waschmittel daneben packst. Ja, also bei... Und ich, wenn ich das jetzt falsch errate, ist doch übel Kacke. Nee, also es gibt zum Beispiel bei meinem Duft, mein zweiter Duft, der wird heißen Orange Flamingo, den habe ich glaube ich auch hier, da war die Idee hinter, einen Duft zu kreieren, der halt so wie frische Wäsche riecht. Ach so, also haben die das als Inspiration genommen? Ja, quasi? Genau. Sehr stark, sehr, sehr stark. Hast du selber viele Düfte? Ja, klar. Ja, klar. Aber bist du so auch so jemand, der dann so jeden Tag dann so aus einer Auswahl von so 10 Stück auswählt? Oder hast du so deine Go-To-2 Dinger oder so? Also ich habe, ich immer abhängig zur Laune. Also zum Beispiel je nachdem. Wirklich, machst du das so, ja? Ja, es gibt Düfte zum Beispiel, wenn du die riechen würdest, würdest du sagen, immer, das kann man nicht tragen. Aber es gibt für jeden Anlass einen Duft. Sachen, ja. Sascha kann es bestätigen, also ich habe manche Düfte, die sind sehr, sehr extrem. Ja. Und je nachdem wie oder was, kann man, ja. Das ist schon eine interessante Welt, da bin ich wirklich kaum drin, aber es ist nice. Das ist Nummer 1. Das riecht auf jeden Fall schon mal gut. Was haben wir hier? Das ist Nummer 2. Boah, Alter. Okay, also das hier ist ein bisschen penetranter, das zweite, was du mir gegeben hast. Weiß ich, dieses hier. Kannst du nochmal zeigen, welches das war? Mhm, okay. Das findest du stärker? Das finde ich stärker. Okay. Boah, Alter. Ja, also es muss eigentlich... Ich würde tendenziell sagen, dass das, was ich dir gerade gegeben habe. Ja. Nee, das, was ich dir gerade gegeben habe, muss das Produkt sein, was auch immer. Und das andere ist das Parfüm. Das andere riecht so ein bisschen weicher, würde ich sagen. Okay. Also das was du mir hier gegeben hast, ist das Parfüm? Nein, niemals. Ey, never. Und das andere ist der Weichspüler. Ey, was? Aber riecht super, ne? Riecht echt stark. Man muss sagen, dass auch beides, das hast du gut ausgesucht, beides riecht sehr ähnlich auch. Ja. Ey, das ist noch, Digga, was? Wirklich? Ja. Oh mein Gott, ich werde alles falsch machen, außer das erste. Das ist so schwer. Ja. Das war auch wieder so richtig dreist, was da war wie so ein bisschen so blaue Farbe auch drauf. Ey, das ist so dreist, ich dachte so, ja okay, da hat er irgendwas drauf geschmiert, ey. Das fand ich mit so am schwierigsten tatsächlich. Als nächstes haben wir diese beiden Produkte hier nebeneinander. Das eine Parfum ist halt mehr so im Basisbereich, aber schön traditionell italienisch. Und ja, gucken wir mal, ob er das herausfinden kann. Vermutlich nicht, wenn ich die davor schon verkackt habe. Ey, das ist aber nicht so eindeutig, wie man denkt, ne? Man denkt so, ja, okay, gut, wie schwer kann es sein, halt ein Parfüm und irgendwie so Waschmittel auseinanderzuhalten? Ja. Als du vorhin das meintest, so, dass wir das drehen, dachte ich so, ja, okay, wie schwer soll es sein? Einfach 2 von 3 falsch, jawohl. Stark, sehr, sehr stark. Boah, die sind super schwer. Du machst jetzt aber nicht auf beides Parfüm drauf, oder? Nein, nein, nein. Boah, Junge, da bin ich mal gespannt, ob du. Also, das ist wirklich. Das ist hart. Okay, ich fange mal mit dem hier an. Schon der analytische Blick so. Könnte auch ein Autoerfrischer sein, ne? Also es ist nicht nur... Also ich würde auf Anhieb sagen, dass das hier das Parfüm ist. Okay. Ich bin mir relativ sicher. Okay, das ist wieder schwächer. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, als hätte ich den schon mal gerochen. Ja. Der kommt mir ultra bekannt vor. Oder so was Ähnliches quasi. Das ist so ein bisschen bitter. Also ich bin mir sehr sicher, dass wir hier von dem Parfüm reden. Das ist auch das Parfüm. Ja, 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 bei dem, bei ja. dem war ich mir sicher. Das war einfacher als hier. Dann. Fandest du? Ja. Also wir haben hier das Verwöhnduschgel. Und auf der anderen Seite Ponte Vecchio von Nubile. Das ist ein sehr frischer Duft, ein guter Allrounder, immer super. Aber so ein bisschen bitter, oder? So ein ja, bisschen bitter, würde ich das beschreiben. Ein paar Noten drin.
ein sehr cleaner Duft. Interessant auf jeden Fall. Also weißt du, wenn du draußen bist, so ein bisschen rumlaufen, die boah, ja, fühle ich. So ein sommermäßiger. Ja, genau. Dafür ist es da. Ja, fühle ich. Der war nicht schlecht. Ja, aber auch ein bisschen spezieller, aber nicht schlecht. Wir gehen in die letzte Runde rein. Und zwar haben wir hier zum einen dieses Produkt. Vielleicht kennt ihr das. Viele kennen das vielleicht. Ja. Und auf der anderen Seite das hier. Und hier ist das zweite. So schwer? Here you go. Okay, ich fange mal mit dem hier an. Oh, ich bin... Also auf Anhieb würde ich sagen, dass das hier das Parfüm ist. Ja, hundertprozentig sicher. Echt? Sicher? Mhm. Glaub ich immer. Das ist das Parfüm. Wenn das nicht das Parfüm ist, dann bin ich enttäuscht. Okay. Ich weiß nicht, was das hier ist. Ich weiß nicht, kenne ich das? Ich auch. Das finde ich richtig gut. Nein? Nee. Okay. Was ist das? Also hast du tatsächlich recht, das eine ist ein Autoerfrischer. Oh mein Gott, let's go. Und das andere ist halt ja, okay, Duft. Okay. Ja. Muss man sagen... Jo, was ist das für eine fancy Flasche? Heißt, this is not a blue bottle. Muss man mal kurz testen hier. Ist auch so ein sommerlicher eher? Ja, kannst du aber auch immer tragen. Den würde ich auch eher als so, den kann man jeden Tag rocken. Ja. Finde ich gar nicht so schlecht, den hier. Ja, an dieser Stelle sind wir schon am Ende angekommen. Hast gut geschlagen, manchmal so, manchmal aber so. Das war, teilweise war das wirklich schwer, aber da, wo du meintest, die sind schwer, die waren leicht. Ja, okay. Und andersrum. Ich habe auf jeden Fall alles von ihm in der Beschreibung verlinkt. Schaut gerne bei ihm vorbei und ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen und dann sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss. Ciao.